Und damit willkommen zur letzten Folge dieser Season, zur Folge 10. Zu einer wichtigen Folge, denn wir gucken ganz kurz hier auf die Tabelle. Wir sind auf Platz 7 mit 52 Punkten vor uns, so gesehen nur noch 4 Punkte zur Relegation. Und wir spielen noch gegen Osnabrück und gegen Karlsruhe. Dazu noch gegen Wien Wiesbaden und Fortuna Köln und Unterhaching. Diese 5 Spiele, wir werden davon 2 natürlich spielen. Osnabrück werden wir spielen, weil sie auf Platz 3 sind, wichtiges Spiel. Und KSC, weil sie vor uns sind. Unterhaching, Wien Wiesbaden und Fortuna Köln werden simuliert. Dann gehen wir auch dann direkt in die neue Saison nächste Folge. Also wir haben einen strikten Zeitplan hier, würde ich sagen. Damit gehen wir rein gegen Osnabrück, ganz kurz die Aufstellung. Wir haben Eggestein vorne im Sturm, Karimani weiterhin dabei, der ist so ein starker Spieler. Vasi, Michel, Vasey, Soja, Götze, Böder, Beste, Zulinski und Zingerle. Der Rest auf der Bank, ihr seht, wir haben einiges dabei an Qualität. Und das werden wir auch nutzen. Oh mein Gott, was ein schönes Tor von Michi hier. Kann ich gar nicht kommentieren, weil das so schnell ging schon wieder hier. Wunderschöner Kopfball. War sie mit der Vorlage, Flanke. Da macht Michi hier den Flugkopf von mehr oder weniger. Oh, wunderschön, so muss das. 1-0 Führung. Gern so weiter. Jeder Punkt ist hier wichtig. Oh, der Steilpass. Michel, Michel, Michel. Da steht keiner. Pass in die Mitte. Eggestein, der ist zu spät. Der hat aber... Oh, drinne. Ich weiß nicht, wie... Ich weiß nicht, wie, aber Karimani schafft schon wieder. So ein wichtiges Tor. So wichtig. Das müssen wir mitnehmen, wirklich. Die Eggestein kommt nicht ran, der vergrätscht dich und dann Karimani schießt und der Torwart fälscht doch ordentlich ab. Aber Karimani macht sein nächstes Tor und macht ihn gerade ein wichtiges Spiel für uns. Damit Abpfiff zur ersten Halbzeit. Es war ein gutes Spiel von uns. Von Osnabrück kam relativ wenig, glaube ich. Ja, relativ wenig von uns. Auch ein Torschuss aufs Tor. Von daher. Es war ein sehr einseitiges Spiel. Und sagen wir es so. Boah, was ein Schuss. So knapp. Da hatten wir Glück. Da hatten wir wirklich Glück gehabt. Bei dem Schuss. Dass der nicht reinging. Oh, komm, war sie jetzt hier. War sie über rechts. Nach innen ziehen. Oh, ganz viel Glück. Viel zu weit nach hinten. Bein noch drinne. Kari. Oh, ja. Hätten wir besser spielen müssen. Deutlich besser. Oh, Savan ging durch. Gar nicht gut. Pass rüber. Oh mein Gott, wirklich. Wie kann der nicht reingehen? Aber Glück für uns. Einfach hinnehmen. Einfach hinnehmen. Engel. Ah, Platz da. Der Pass ist gut. Engel Glüß macht das schön. Rausgeholt den Ball. Wimmer jetzt hier außen. Wimmer. Atier steht rechts. Flanke. Oh, Ball zu weit. Nicht gut. Ball weg. Das war's. Abpfiff. Letzte Aktion. Und dann wird euch abgepfiffen, hoffentlich. Bitte. Pfeife ab, pfeife ab, pfeife ab. Ja, Abpfiff. 2-0 gewonnen. Wichtiger Sieg. Gerade in Platz 3. Aber sie haben ordentlich Druck gemacht hier. Nochmal viel Schuss hier. Die haben gut Druck gemacht. Bin ich ehrlich. Die beiden Treffer am Anfang waren glücklich und wichtig. Sonst waren wir vorne gar nicht. Außer die 1 Aktionen, die ihr gesehen habt. Die dumm waren. Gespielt von mir. Sonst waren wir gar nicht vorne, ne? Und so ein Platz 5 wichtig. Der 5. Platz. Gerade so wichtig für uns. Damit gehen wir gegen Unterhaching hier rein. In die Simulation heim. Ich hoffe, das wird was. Wir bleiben Ausstellung wie letztes Spiel. Da werden wir vielleicht ein bisschen umbauen. Warum wieder verschießt? Wichtig.
gerade für uns hier jeder Punkt wichtig. Und unter uns. Also müssen hier die Treffer her. Komm, einer bitte. Michel. Zerberni, irgendwer. Beste. 0-0, das kannst du keiner erzählen. Ich brauchte nur einen Punkt. Ein Tor. 56 Punkte, damit wird es schwieriger werden, ne? Gegen Platz 2 Karlsruhe wird's eng. Da müssen wir nochmal überzeugen. Damit gehen wir rein ins Spiel. Mal sehen, was das jetzt hier wird. Oh, Karimani geht durch. Come on. Alleine, mach es. Schade. Da wollte er zu viel. Ich auch. Oh, KSC. Ganz gefährlich für uns. Ganz gefährlich. Sind Platz 2 wie Platz 5. Der Sieg muss wirklich her, ne? Oh, oh, ganz knapp. Schon wieder. Kommt gut nach vorne. Das ist echt gefährlich, gegen die zu spielen. Damit Halbzeit. Oh, 0-0. Wie gesagt, jeder Punkt ist, jedes Tor ist hier wichtig. Und ein Tor wäre wichtig, wenn wir hier ein Tor schießen. Ganz wichtig. Wirklich ganz, ganz wichtig. Eggestein jetzt. Oh mein Gott. Oh. Adieu. Steilpass da. Nein, der war scheiße. Oh, alles hier kritisch. Seit Ben im Ball. In der Mitte stehen so wenig. Da steht keiner. Komm, Adieu. Komm. Komm, Eggestein, jetzt. Espeni. Ich weiß nicht. Oh, Mann. Das dürfte es gewesen sein, genau. 0-0 trennen uns gegen Osnabrück, gegen Karlsruhe. Und damit wird schon schwierig. Wenn ich damit so durch, wird schwierig ein Aufstieg. Riele wäre noch drinne. Und wir werden jetzt Berger stellen. Damit spielen und ich sind noch drei Spiele. Die drei Spiele können wir ihn spielen lassen. Ne, nur noch zwei Spiele. Können wir ihn spielen lassen. Von mir aus. Und damit gehen wir Simulation gegen Wien Wiesbaden. Ein Sieg muss her. Für die Relegation. Ganz sicher, auf jeden Fall. Und selbst wenn wir nicht aussteigen, haben wir eine extrem starke Saison gespielt. Bin ich ehrlich? Dittgen holt es erst noch für Wien. Jetzt will ich nicht aufsteigen. Zweite Saison ist unsere Saison, auf jeden Fall. Das steht schon mal fest. Ah komm, ein Tor. Ausgleich, wenigstens nochmal einen Punkt mitnehmen, bitte. Schade. Unglücklich. Damit Sechster, damit ist es unmöglich, noch die Punkte zu erreichen. Und damit bleiben wir nochmal ein Jahr dritte Liga länger. Wir gehen das ganze Spiel gegen Fortuna Köln. Wir sind aktuell auf Platz 18, wir sind auf Platz 6. Nochmal drei Punkte wären wichtig fürs Geld am Ende. So gesehen. Und Eggestein bräuchte mal wieder ein Tor. Ich meine, 9 Tore in 35 Spielen. Das ist schon wenig. Castro, oh, wichtig. Der kann ja auch noch spielen. Ah, beste verletzt, unglücklich. Ausgleich. Dann gehen wir mit einem Unentschieden aus der Saison. Tut weh.
So, und damit haben wir es noch zu Ende beendet. Wir bleiben Trainer beim SC Paderborn und werden nächste Saison Paderborn ja, versuchen, in die zweite Liga zu führen. Mal sehen, ob das auch klappt. Ich würde sagen, war's für dieses Video. Abklicken die Glocke, teilt das Video. Schreibt gerne einen Kommentar, was für Spieler wir noch holen sollen oder was für Spieler wir holen sollen für nächstes Jahr. Das ist von mir. Bis zum nächsten Mal und ciao.